Hallo, ich bin Rainbow und herzlich willkommen zu Let's Play The Elder Scrolls Chapter 2 Daggerfall Teil 48. Wir sind immer noch hier in dem Ort, dem Tower of. Die Renny Tower, genau. Auf der Isle of Belphira. Und wir sind da immer noch ein normaler Bürger. Und jetzt reden wir mal mit dem Typen. Mob, ich bin froh, dass du meiner kleinen Party beitreten konntest. Hör mir gut zu, ich suche nach einer spezifischen Sache, eine große Kiste, also Schatzkiste, von der ich glaube, dass sie irgendwo innerhalb von die Renny Tower ist. Du kannst alles andere behalten, alles was ich möchte ist diese Box. Na dann, lass uns weiterlaufen. So, oder lass uns weitergehen. Sollten wir weitergehen, oder? Ach stimmt, jetzt habe ich ja quasi eine halbe Escort-Mission. Dich möchte ich auch betätigen. Finde ich wichtig. Dann speichere ich. Dem Ganzen nicht. Umi ist gestorben. Sehr schön, jetzt werde ich mich hier ins Eck stellen. Hoffen, dass nichts passiert und resten. Ach, toll. Kann ich mich nicht bewegen? Thank you.
Alter, das ist ja grauenhaft. Scheiße, ich hab das wieder zugemacht. Hilfe, was ist los? Nimm das und das, du hässliches altes Ding. Hä, was ist los? Ich sehe die Gegner nicht mehr. Moment, irgendwas passt da nicht. Ich reloade mal kurz den Spielstand. Ah, jetzt sieht anders aus, denn ich habe hier ja schon das gemacht. Ich speichere hier kurz. Naja, das hier. Ich habe Vermutung, dass irgendwas nicht passt, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Einiges an Loot, was man mitnehmen kann. Da war ich nämlich. Verschreibe dich und Rest der Artikel foliiert. Ah. Stirb! Gut funktioniert. What the fuck? Warum habe ich immer weniger Health? Moment. Ach, Moment. Ist das falsch? Warte mal, oder habe ich hier gespeichert? Irgendwas stimmt hier nicht. Ah, besser. Ich habe mich nicht gewundert, warum ich so wenig Health habe. Ich werde nicht hier resten, obwohl ich könnte tatsächlich. Doch, ich werde es riskieren. Nehme ich hier hin und leg es mal drauf an. Überschreibe dich. Ich weiß nicht, warum die. Ich überlege gerade, ob ich das hier nochmal machen soll. That's the spirit. How about a little of this too? Also, das ist der Kampfgeist. Wir essen noch mit ein bisschen mehr davon. Boah, ich glaube, ich krieg das dermaßen auf die Fresse. Ja, warte. Ich überlege gerade, ob ich tatsächlich sage. Was habe ich denn in meinem Inventar? Habe ich überhaupt irgendwelche
Potions. Öl. Okay, wo habe ich denn das her? Nee. Yes. Ich möchte nämlich jetzt erstmal mein Inventar leeren. Die Vampire der Iliac Bay, Teil 1 von Anonymous. Ach, hier habe ich mehr. Ich glaube, da muss ich mal ein bisschen was machen. Ach, genau. Das Ding gerade erschreckt. Oh, man bekommt zumindest Geld. Alter, das gibt's ja nicht. Alter, so kann man auch gut Geld farmen. Aber das ist nicht ganz das, was ich wollte. Aber cool. Oh, ich bin geheilt. Yay. Sehr gut. Jetzt ist es ziemlich lustig. Ich überlege gerade, ob ich... Ich glaube, hier setze ich mal hoch und schaue mich um. Ich muss bloß schauen, dass ich nicht gekillt werde auf dem Weg nach oben. Okay, da ist nichts. Ach, das ist eine Falle. Hilfe! Ich wusste nicht, dass da Falle ist. Das ist ja cool. Das habe ich nicht erwartet. Hier ist nichts anscheinend. Nein. Aha. Ja, jetzt verstehe ich das, warum ich im letzten Teil darüber gedrückt worden bin.
Nein, da ist nichts. What the fuck? Gut, dann kann ich da hier runtergehen. Gibt's hier unten eigentlich noch was? Hier richtig wohl da drin. Ach genau, das ist ein zu den in Adamantium Tanto. Dass Adamantium tatsächlich als Dingens gibt. Als Rohstoff im Spiel. Wo bin ich? Okay. Hier durch diese Tür. Zur Hölle. Was ist das? Ein Geräusch. Leder Wichserstab. Ich habe einen Geist getötet und er hatte keinen Schatz. Es sind natürlich Gegner in der Nähe. Hat er mich gerade erschreckt? Lederwichserstab. Bin ich überhaupt? Was hier ist. Ich gehe mal zurück. Mit was? Genau hier. Stelle ich mich hier ins Eck und heute mal kurz nein. Es sind Gegner denn hier, okay? Ach Gott, der steckt in der Tür fest. Ich würde nur reich nur mit warte mal, wird mir reichen nur mit den Mumien. Bin ich denn
mich richtig sicher. Das ist es nicht. Ach so. So, um Geld brauche ich mir nach dem Dungeon keine Sorgen mehr machen. Also. Und tot. Alter. Die Goldboy, ich habe 8000 Gold, ich habe aber gar nicht so viel mitgenommen, sehr cool. Bin ich hier denn jetzt? Ach. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich bin genau da, wo ich rausgekommen. Ne, warte mal.
Doch, ich bin genau da, wo ich rauskomme, wäre ich durch die Falltür gegangen wäre. Sehr wahrscheinlich. Warte mal. Ja. Sehr gut. Falltür, da habe ich einen Orientierungspunkt. Gut, ich könnte jetzt natürlich nach oben schweben. Und mein Inventar leeren, das glaube ich, mache ich jetzt. Muss ich jetzt sich überlegen, ob ich das jetzt hinkriege. Ich glaube, das war Bojans. Warte mal. Ne, Levitate war's. Wagen betreten und möchte alles removen, was sich hier gerade angesammelt hat. Das ist nicht das goldene Schwert. Ach, ein zwergisches Breitschwert. Das bringt mir auch nichts. Das ist eine Laterne. Die behalte ich mal. Das habe ich natürlich nicht viel. Was bist du? Spinnengift. Nur durch die Mumien, die voll ich hier. Ich glaube, da werde ich meinem eigenen Haus, Decker vor, rücke ich immer näher. Ich muss gerade überlegen, ich überspringe. Hätte ich schnell. Sehr schön. Dann speichere ich das mal unter Falltür. Aber an dieser Stelle muss ich leider den Teil beenden. Aus zeittechnischen Gründen, da ich die Audiospur noch bearbeiten muss. Naja. Unter der Falltür. Sehr schön. Und wie es hier nichts mehr weitergeht, das erfahrt man das nächste Mal. Bis dann, ich sehe da was. Achso, das ist der Monster-Gate. Habe ich vergessen, dass der existiert. Also, bis dann.